Heinz Erhardt, die Weihnachtsgans. Tief gefroren in der Truhe liegt die Gans aus Dänemark. Vorläufig lässt man in Ruhe sie in ihrem weißen Sarg. Ohne Kopf, Hals und Gekröse liegt sie neben dem Spinat. Ob sie wohl ein wenig böse ist, dass man sie schlachten tat? Oder ist es nur zu kalt ihr? Man sieht's an der Gänsehaut. Na, sie wird bestimmt nicht alt hier. Morgen wird sie aufgetaut. Welch Duft zieht aus dem Herde durch die ganze Wohnung dann. Mach das gut, der